In der Sophistic-Version für Revit 2025 wurden einige Änderungen in der grundsätzlichen Handhabung vorgenommen, die ich Ihnen in diesem Video näher bringen möchte. Auf der Sophistic Analysis Menüleiste hat sich der linke Teil spürbar verändert. Ich lege mal die bisherige Menüleiste daneben. Wir sehen hier also, der Startknopf wurde durch das sogenannte Hauptsystem ersetzt. Neben dem SSD-Button gibt es jetzt einen Knopf Berechnen und die bisherige Auswahlmöglichkeit der Haupt- und Subsysteme ist hier oben verschwunden. Wenn wir bisher diesen Startknopf gedrückt hatten, dann kam dieses Fenster mit den Einstellmöglichkeiten, wie das System generiert, vernetzt und berechnet werden sollte. Das gibt es also hier nicht mehr, aber keine Sorge, alle Funktionen sind natürlich noch da, nur an anderer Stelle. Ich nehme mal diese alten Darstellungen wieder weg. Was hat es nun mit dem Knopf Hauptsystem auf sich? Der neue Hauptsystembefehl ermöglicht Ihnen, die Auswahl des analytischen Hauptsystems an einer zentralen Stelle. Der prinzipielle Workflow bleibt gleich, bleibt unverändert wie bisher. Ausgehend vom physikalischen Modell erstellen wir mit Hilfe des Sophistic Analytical Model Generators, kurz AMG, das analytische System und ergänzen es um Lasten- und Auflagebedingungen. Das habe ich hier schon mal gemacht und den View Analysis 3D Main System genannt. Dieser View soll also nun mein Hauptsystem sein. Jetzt klicke ich auf den Hauptsystem Button und werde eben genau danach gefragt. Ich kann hier auswählen und wähle diesen View aus. Wenn ich nun weitere Views öffne, ja, und dann schnell wieder zu meinem Hauptsystem möchte, kann ich einfach den Knopf drücken und gelange wieder zum Hauptsystem. Im Sophistic-Struktureigenschaften-Fenster finden Sie jetzt auch dann entsprechend die Einstellungen zur Berechnung wieder. Hier über Bearbeiten gelangen Sie zum Beispiel zu den Einstellungen für Geometrie und Vernetzung. Ja, und hier unten legen wir wieder fest, welche Optionen aktiviert werden sollen. Zum Beispiel möchte ich hier noch, dass die Lastfälle berechnet werden. Ja, und um jetzt die Berechnung zu starten, klicken wir hier oben auf den neuen Knopf Berechnen und können dann anschließend wieder wie gewohnt in den SSD wechseln oder zum Beispiel die Visualisierung aufrufen. Das ist genau wie bisher. Wir hatten gesehen, dass hier oben die Auswahlmöglichkeit der Haupt- und Subsysteme verschwunden ist. Sie können sich zunächst wie gewohnt nun die Subsysteme aus Ebenen erzeugen lassen, einfach indem Sie die gewünschten Ebenen auswählen. Bei mir ist das bereits erfolgt und wir sehen hier die automatisch erzeugten Views der Subsysteme. Damit das Ganze jetzt viel übersichtlicher als bisher wird, gibt es neu den Analysis Browser. Da ist er. Hier sehen wir jetzt ordentlich das Hauptsystem und die Subsysteme aufgelistet. Ich kann auch hier auf das Subsystem wechseln, also wenn ich woanders bin, hier auf das Subsystem einfach wechseln oder wie gesagt über den neuen Hauptsystemknopf dort oben. Wenn ich einen anderen View zum Hauptsystem erklären möchte, kann ich
hier über Rechtsklick löschen sagen, dann kommt der Hinweis, dass ich anschließend ein neues Hauptsystem festlegen und berechnen muss. Sagen wir ja. So, das kann ich nun entweder hier oben wieder oder genauso gut im Analysis Browser machen. Ich wähle jetzt hier aber wieder das gleiche aus. Okay. Auch die Einstellungen für die Berechnung der Subsysteme finden sich jetzt in den Sophistic-Struktureigenschaften wieder. Ich kann hier also auch mehrere Subsysteme in einem Zug berechnen. Also hier sehen wir zunächst die Struktureigenschaften. Also für Subsystem Level 4 kann ich beispielsweise sagen, ebenes 2D-Plattensystem und die anderen Eigenschaften festlegen. Ich kann es jetzt also in einem Rutsch berechnen. Das heißt, ich markiere einfach alle Subsysteme und stelle in einem Zug alle Informationen gleich ein. Also eben das 2D-Plattensystem und den Rest lasse ich eingestellt. Lastfälle sollen auch berechnet werden. Dann kann ich hier einfach sagen, rechte Maustaste berechnen. Und ja, jetzt sehen wir hier, dass jedes System nacheinander einzeln berechnet wird. Ist gleich fertig. Ist abgeschlossen und hier haben wir auch Zugriff auf die Berechnungsprotokolle, die man sich dann entsprechend anschauen kann. Ja, der Analysis Browser hält noch ein weiteres neues Feature der Version 2025 bereit, und zwar die neue Lastweiterleitung. Das zeige ich Ihnen im nächsten Video. Zusammenfassend möchte ich sagen, ich finde diese neue Bedienung gut gelungen. Alles erscheint irgendwie etwas aufgeräumter, besser strukturiert. Am besten, Sie probieren es einfach aus und ich denke, es wird Ihnen gefallen. Das war's also für dieses Video. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.